Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy und im Hintergrund mein Mann. Moin. Ich zeige euch heute mal Gacha. Ich bin alleine unterwegs. Mein Schatz ist sein Dino. Ja, ich sag das immer wieder falsch aus. Bei mir ist das Dino Leveln fürs Rennen, aber das ist was anderes. Also heute geht's ja um das Thema Gacha. Wie ihr ja wisst, heißt es im Forum, ich habe auch die Seite gefunden, ne, ich gebe sie unten mit bei, da könnt ihr euch das mal durchlesen, das muss ich übersetzen auf Englisch, auf Deutsch, weil ich ja nicht so gut Englisch kann. Also, soweit ich es persönlich verstanden habe, man kann natürlich im Nachgang nochmal genauer erklären, wie auch immer. Also, soweit habe ich es verstanden. Es darf bis zum 1. September Gacha verkauft werden. Was man dadurch erwerbt und möchte man natürlich nicht haben, muss man nicht unbedingt löschen, weil es gibt ja eventuell zwei oder drei Leute, die es eventuell gerne sammeln möchten oder gerne haben wollen. Ich weiß nicht, es gab mal diesen Gacha-Flohmarkt. Ich weiß es allerdings nicht mehr, ob es es gibt, weil ich ganz selten wirklich Gacha mache. Nur es hat sich was geändert. Also so habe ich es rausgelesen, übersetzt auf Deutsch, dass es ab 1. September nicht mehr in diesem Sinne Gacha irgendwie gibt. Oder die Nachkommen, die jetzt Gacha machen, also die Gacha betreiben, wie auch immer, oder herstellen, wie auch immer, dass die gezwungen sind, ab 1. September es nicht mehr anzubieten. Habe ich das jetzt so richtig verstanden, mein Schatz? Ja, lass ich mal so stehen. Ne? Es wird vielleicht eventuell was anderes geben, ein anderes System oder ein anderer Name, das so ähnlich dann ist, geht mein Schatz und ich irgendwie auch davon aus, ne? Und es ist ja so, wie hier ist es gerade, weil mein Schatz hat auch eine eigene SIM. Und da hat er ein Haus hingestellt, das hat er gesagt, das hätte er aus Gacha. Und da habe ich gedacht, gut, es gibt ja was Neues von Gacha und es ändert sich ja, da machst du ein kurzes Video über Gacha. Ne? Hier ist das Schöne ist, ich weiß es nicht, wie es überall ist, weil ich kenne mich nicht so wirklich gut aus mit dem Gachas. Dass es hingestellt ist worden hier könnt ihr euch umgucken, ne, was euch gefällt. Hier in diesen ganzen Automaten ist es drinne. Ne? Das ist so wie so ein, ich sag's mal so, hat auch ein bisschen was mit Glücksspiel zu tun, in meinen Augen. Weil es ist wie folgt, ich gehe jetzt mal zum Beispiel, nehmen wir mal hier das Plattenspielding. Ne? Hier ist so ein Tisch oder Schrank, wie auch immer, mit Schallplatte oben drüber. Und ihr seht verschiedene Farben. Ne? Es kann natürlich auch sein, soweit habe ich es mal verstanden, es gibt sogar die Möglichkeit, eventuell alle Farben zu bekommen auf einmal, aber da muss man anscheinend lange Gacha machen. Ne? Und ihr bezahlt hier 25 Linden ein, ne, zum Beispiel. Ich hole es mir nicht, weil es mir persönlich nicht so gut gefällt. Aber ihr bezahlt dann 25 Linden ein und bekommt dann irgendeins. Ihr müsst nicht mit der Farbe zufrieden sein. Ne? Wenn ihr eine andere Farbe holt, müsst ihr halt immer wieder einbezahlen, bis ihr dann die gewisse Sachen bekommt. Und hier sind natürlich, ich gebe die Landmarke unten mit bei, ne, bei dem Video. Hier sind natürlich noch andere, die sich die Gacha-Sachen sichern wollen. Habt ihr zum Beispiel und wollt ein kleines Land euch mieten, ne, wie das funktioniert, bitte ich euch auf das Video zuzugreifen, wo ich das Video gemacht habe mit Land bekommen und Land vermieten. Ihr könnt, das ist jetzt auch schön, das ist auch zum Hinsetzen draußen, ne, da habt ihr eine kleine Parzelle oder so für kleine Linden, sage ich ganz ehrlich, und für 50 Linden.
kann man eigentlich in meinen Augen jetzt nichts wirklich sagen. Es sieht schön aus, finde ich, ne? Und was es jetzt für eine Farbe ist, mein Gott. Man kann sich ja über allen anderen Scheiß aufregen, ja. Ob es jetzt lila, grün oder was auch immer ist, ist doch eigentlich random. Es ist doch eigentlich egal in der Hinsicht. Hauptsache, man hat ein Ding gekriegt für 50 Linden und so schlecht sehen die Häuser jetzt wirklich nicht aus. Ne? Mal, ich gehe mal hier rein. Das Haus hat Schatz sich auch geholt. Ganz ehrlich, ich finde es richtig schnuckelig. Ich finde es richtig süß. Für diejenigen, die sich nicht viel Linden haben oder Linden einzahlen können, wie auch immer, und können sich gerade so ein kleines Fummelland leisten oder eine kleine Lindenparzelle mit mein Land oder wie das auch immer heißt, ne, ist ja auch nicht groß, was man sich da holen kann. Reicht doch so ein Haus. Ein Haus und so ein Gartendinger hier, ne? Und ja, ihr könnt, es gibt natürlich, ich werde noch mal gucken, ob ich die eine Landmarke auch noch dazu habe, wo man auch noch Gacha machen kann. Ich kann ja mal gucken, ob ich sie habe. Moment, Tiere, da. Mal gucken, ob die noch funktioniert, die Landmarke. Gebe ich sie auch noch unten mit bei. Ja, die funktioniert auch noch, ne? Hier habe ich auch öfters mal so ein bisschen, was mir so gefällt, ne? Das sind ja immer diese Gruppenanfragerei. Ich will jetzt die Gruppe nicht joinen. Ne? Hier bekommt man natürlich das Körbchen zum Beispiel. Sieht richtig süß aus, ne? Zum Beispiel hier der Teddy oder so. Ne, der gerade eine Honigscheibe. Und hier gibt es dann Tiere mit Gacha machen und so. Nur die Landmarke gebe ich auch mit bei, weil sie sich ja nicht verändert hat. Hier könnt ihr Schildkröten bekommen oder wenn ihr ein Haum zu Hause habt, wie auch immer, wo da ein bisschen Wasser machen können, da könnt ihr hier so einen großen Wal euch holen oder Delfin, wie auch immer. Oder hier, ne? So schöne Tiere. Hundi. Ne? Und ja, Bären, verschiedene. Es kostet eigentlich ja so ein Bär, lol. Boah, 1200, ne? Also, da kann man sich so anscheinend schon aussuchen. Das hat so ein bisschen nichts mit Gacha zu tun. Aber hier vorne, ach, ist hier ein Lack ohne Ende. Und hier oben sind dann auch die, hier heißt ja auch Gacha, ne? Hier oben sind dann auch noch Gacha-Automaten. Wie das jetzt in weiterer Zukunft ist, ob die nach dem 1. September noch da sind, das kann ich euch nicht sagen. Und ne, also bis dahin dann eure Sandy und Zimbalino. richtig. Schön gesund bleiben, schön klicken und beantworten und machen und tun. Ne? Also bis dahin, ihr wisst schon Bescheid. Also bis dahin, eure Sandy und Zip. Bye-bye.